Alfs Kartoffelpuffer mit Lauch oder auch Reibkuchen genannt. Benötigte Zutaten für ca. 4 Portionen sind 1 Kilo mehlig kochende Kartoffeln, 1 Ei, 100 Gramm Lauch, eine kleine Handvoll Knoblauch, je nach Kräftigkeit des Knoblauchs abgestimmt, Salz, Majoran, Öl zum Rausbacken, etwas griffiges Mehl und Pfeffer. Den Lauch schneide ich klein zusammen. Kürtling. Knoblauch wird fein gehackt, entweder mit dem Messer. Ich verwende da recht gern den Zillis. So passt es. Wir reißen die Kartoffeln entweder mit der Erdäpfelreibe . Alternativ können wir natürlich auch eine Küchenmaschine verwenden. Jetzt mische ich den Lauch dazu. Den Lauch kann man natürlich auch weglassen, dann hat man Naturkartoffelpuffer, Knoblauch, das Ei, etwas Majoran, Salz, Pfeffer und ein gehäufter Esslöffel griffiges Mehl. Alles gut vermischen. Drücken und so lassen wir das Ganze jetzt einmal so für 10 Minuten ungefähr stehen. Wir erhitzen jetzt reichlich Öl in der Pfanne, ich sage so mal einen halben Zentimeter hoch. Puffermasse ist jetzt so fertig, die soll so schön weich sein und sich auch Flüssigkeit gebildet haben. Wenn wir dann die Puffer ins heiße Fett geben, pressen wir sie aus. Formen so Leibchen. Wenn das Fett heiß ist, beginnen wir mit dem Backen. Wenn die Pfanne voll ist, gehen wir mit der Hitze ein bisschen zurück. Wenn die Puffer eine gute Farbe haben, drehen wir sie um. Dann brauchen wir noch ein bisschen. Das gehen die anderen auch schon. Gebe ich noch die restlichen in die Pfanne. Für 10 Minuten schiebe ich jetzt die Erdäpfel, Kartoffelpuffer bzw. Reibkuchen noch in den Ofen. Die fertigen Puffer richte ich jetzt mit Knoblauch warm an.
Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn das so ist, liked es und abonniert meinen Kanal. Danke fürs Anschauen und gutes Gelingen beim Nachkochen.